Ach, schön. Das Ganze nicht so tragisch wäre. Nicht und. Damit ein herzlich willkommen zurück. Oh, Hilfe. Ich muss ehrlich sagen, ich krammel hier gerade noch am Smartphone ein bisschen rum. Guck, ob ich irgendwas Wichtiges vergessen habe. Also im Fernseher noch ein bisschen lauter machen. Das ist ja mehr epische Musik als. Ja, als sonst was. Naja. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Dönerstagabend. Willkommen zu einer Hand-in-Hand-Geschichte im Park. Obwohl ich natürlich sagen muss, wer letzten Donnerstag den ersten Teil gesehen hat, der Park, ja gut, ist glaube ich Auslegungssache. Wir sind in einem Vergnügungspark. Ja, die Mutter hat ihren Sohn mehr oder weniger verloren, der auf der Suche nach seinem Teddybären ist. Mr. Ted war es, glaube ich. Naja, Mr. Teddy. Ted war, glaube ich, aus dem anderen Film. Ja, es ist natürlich schon dunkel. Das Kind macht sich selbstständig. Die Mutter hat, glaube ich, ein kleines Problem. Irgendwer hat irgendein Problem. Ich weiß es nicht mehr, was es. Ich habe mir übrigens keine Gedanken gemacht, was es für Probleme sind. Ob es jetzt trinktechnisch war, ob es jetzt sonst was war. Auf jeden Fall versuchen wir mit der Mutter, ihr Kind wiederzufinden. Es sind ein paar fetzige Sachen mit dabei gewesen. Aber bevor ich jetzt, glaube ich, weiter damit. Dings so. Gucken wir einfach mal, wo ich stehen geblieben bin. Riesenrad. War ich, glaube ich, war im Autoscooter. War ich, glaube ich, auch mal drin. Da konnte ich aber nicht fahren. Wir haben uns eine nette, auf so einer romantischen Bootstour mit einem Schwan, haben uns, glaube ich, auch eine Geschichte angehört. Hänsel und Gretel war das, glaube ich. Zwar auf Englisch, aber hey. Es waren Bilder mit dabei. Ich kann kurz gucken, WLAN geht, WLAN geht. So, ja, please hold the lion. Da muss ich jetzt sogar noch Geschichten vorab erzählen. Ah, nee. Ja, Geschichten, schlimm sowas. So, gucken wir doch mal. Ich glaube, wir sind hier stehen geblieben. Ah, wir sind, glaube ich, auf dieser Geisterbahn, Achterbahn, keine Ahnung. Achterbahn ist es genau, Entschuldigung. Da habe ich lang gefahren, jetzt müssen wir, glaube ich, hier irgendwie lang gehen. Schneller laufen geht, glaube ich, nicht. Das ist. Ich habe mir sagen lassen, im Fachjargon ist das ein entschleunigendes Spiel. Ich glaube, ich hoffe, ich habe das so richtig gesagt. Und spaziert halt so da lang. Schaut sich ein bisschen um, freut sich über die Welt drumherum und geht weiter. Ab und zu passiert mal was. Wie zum Beispiel das Lichtlein angehen, plötzlich sind irgendwelche Leute da. Blutverschmierter Ted. Teddy, Entschuldigung. Pizza. Ja, also lassen wir uns mal überraschen. Ah, ich glaube, ja genau, ich erinnere mich, hier bin ich glaube ich das letzte Mal stehen geblieben, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Weil wir gehen jetzt mal rein und schwupps, die Nups. Newspaper, das tust du. So, Newspaper. Wir haben ja gelernt. The whole town was shocked by that one. Never found out who did it. Wir haben herausgefunden, lesen ist wichtig. Aber ich bin ganz ehrlich, lese das gerade selber? Einmal Englisch und B, bin ich gerade ein bisschen zu bequem, um aufzustehen.
brauche ich, glaube ich, irgendwie Fernglas. Ja, spannend ist eh, für die Leute, für die es jetzt ein bisschen zu schnell ging, auch das Video wird es irgendwann mal auf YouTube auf meinem Channel geben. Spannendere Frage ist natürlich jetzt, wie kommen wir hier raus? Was ist das? Hey, ich hab Füße! Toll! So meinen eigenen Schatten. Ist ja schick. So. Alte Stimme da. Auch sehr interessant mit dem Flecken drauf. Oh, hier passiert was. Da liegt jemand. Gleich von Anfang an. Poor bastard. Who did this to him? War nochmal extra. Sehr interessant. Will ich da rein? Oh, ein Clown. Ich mag Clowns. Kann ich jetzt um den Herd drum herumlegen? Nee. Tür aufmachen geht auch nicht. Lauf ich mal. Was? Oh. Und ich habe mich nur gefragt, was sind das für Beine? Schön. Du blöde Maus. Ich hätte eigentlich eher mit dem Clown gerechnet. Doch, ich war ein wenig überrascht. Ich sag's gerne, ich war doch ein wenig überrascht. Ja, das war der entscheidende Hinweis mit der Zeitung. Oh, Pillen! These are mine. Hey, Pillen waren aber vorher beim letzten Mal noch nicht da, oder? Fuck, Gravity. Nein! Alter, wie abgefahren ist das denn? Ja, kein Wunder, dass die hier. Die Frage, die ich mir spontan stelle, sieht die das jetzt aufgrund der Tabletten oder. Oh, hallo Jules. Oder sieht die das aufgrund der Nichtnehmen der Tabletten? Can taste your dreams, das ist ja echt ein bisschen abgefahren. Jules, willkommen dabei. Du kommst genau richtig. Wir sind hier gerade irgendwie auf Tabletten. Obwohl, ich weiß nicht, ob das jetzt so. Entschuldigung für die Ansprache, aber es ist doch irgendwie abgefahren. Abgefahren ist ja, glaube ich. Abgefahren ist richtig, glaube ich. Und abgefahren ist immer gut. Ich glaube, wenn ich so auf diesen Hasen getroffen wäre. Hallo. Wie ist sie hier reingekommen? Das ist am Knusperhäuschen. Wie schön. Ach. Oh. Ja? Ich hätte ein paar Tabletten weniger nehmen sollen. Entschuldigung, ich finde das gerade. Bitte, liebe Kinder und Erwachsene, macht das ja nicht nach. Und wenn ihr das Bedürfnis habt, das zu machen. Sucht euch bitte jemanden, der auf euch aufpasst. Was ist das? Weihnachtsbaum? Teddybären! Wuhu! Teddybären! Schade, das wäre jetzt ein 3D-Teddybär.
Kann ich das schreiben? Don't touch me! Ich glaube. Tut mir leid, ich muss immer noch über das Knusperhäuschen lachen. Ach, schön. Wo ist der Lümmel wieder hin? Wo war denn das? Wo war dieser. Wie heißt er nochmal gleich? Dieser Hase. Nee. Ich hab gedacht, was fliegt jetzt auf mich zu? Golden Fernseher! Was wollte ich jetzt sagen? Ja, Gedanken sind irgendwie komisch. Ich weiß auch nicht, warum man sich das antut. So, ich bin jetzt aber keinen Schritt weiter. Ah. Max, sei gegrüßt. Willkommen dabei. Ah. Aber ganz im Ernst, Jules, ich habe das Gefühl, das sei mir bitte nicht böse, aber ich glaube, das... Ah, die Tür ist offen. Ist mir gar nicht aufgefallen. Oh. Oh, Ken, no. Was war das für ein Spiel, wo ich bei dir vorbei... Trophäe. Wieder Bronze. Ich war wahrscheinlich zu langsam. Ich erinnere mich, Jules, als ich bei dir... Wie hieß das Spiel? Lears for Fear, Fear of Lears, keine Ahnung. Zuschauen. Zuschauen durfte. Du hast echt das Glück, genau zum falschen Augenblick. Nee, im richtigen Augenblick in die falsche Richtung zu gucken. Also keine Ahnung, wie du. The park is a collage of contradictions all of its own. Millions of people die every year in car crashes. And the park has little cars designed specifically to simulate that action. Hear the children scream with joy. In the sideshow alley, you can walk away with 15 cents worth of mass-produced Chinese teddy bears while a grinning carny pockets your hard-earned $5. And what secrets lie beneath the sullen waters of the lake? The tears of jilted lovers, the soiled condoms of illicit affairs, the clotted blood of the lonely suicide. And the face of the witch looms over it all. I always despised her toothy grin and warty nose. I hate that sparkle in her weathered, watchful eyes. I think Callum is waiting for me. Inside. So, jetzt. Ja, du hast vollkommen recht. Das muss man auch erstmal schaffen. Timing ist immer alles. Und ja, Max, dieser Konzern, ja. Man kann ihn einfach nur gern haben. Ich arbeite gern für meinen Konzern. So, wo muss ich denn jetzt hin? Muss ich wieder. Bin ich wieder am Anfang? Sollte ich wieder am Anfang. Muss ich rennen? Oh. Ich bin echt im Kreis gelaufen. Moment, wenn ich jetzt im Kreis gelaufen bin, kann ich jetzt nochmal in diesen dabbischen Mund reinlaufen. Ich habe doch jetzt eine Taschenlampe dabei. Oder? Ich habe doch irgendwann mal eine Taschenlampe aufgesammelt. Ich habe zwar keinen Bock, da reinzulaufen, aber... Es hat funktioniert! War das jetzt richtig, dass ich da tief in den Mund reingelaufen bin? Wahrscheinlich wäre die Geschichte jetzt einfach zu runter, wenn ich runter zum Auto. Fertig gewesen, wenn ich runter zum Auto gelaufen wäre. Ohne Witz. Die Story fängt von vorne an. Oh, schön. Nein, ich glaube, ich bin. Danke. Weiß ja, dass ich etwas schreckhaft bin. Es kann nur. So. Etwas für die Pumpe tun. Schluck.
koffeinhaltiges Getränk trinken. Ah, schön. Aber ich glaube, ich musste hier rein, oder? Ich meine. House of Horrors. Aber ganz im Ernst, was ist schlimmer? Outlast oder dieses House of Horror? Ich bin ja spontan der Meinung. Ist das weit weg? Kann ich das drehen? Schau ich mir im Nachhinein. Ich würde spontan die Meinung ja vertreten, dass. Das sage ich echt immer zum Anfang. Ich glaube, es sagt jeder zum Anfang. Ich würde behaupten, dass Outlast. Ich bin wach. Okay, na gut, dann. Ach, schön. Ich bin ja echt manchmal froh, dass ich noch weiß, dass ich lebe. Das war auch ohne Witz. Ach, schön. Ich kann mich nicht im Spiegel anschauen, kann das sein? Echt jetzt? Gut, dann habe ich ja alles richtig gemacht. Boah, dann laufe ich bestimmt um die Ecke und mach's plötzlich Klatsch. Ich mag das nicht. In den Spiegel reinschauen. Ha, da steht was. Bei Layers of Fear, ja, Jumpscares, ja, das wundert mich nicht. Hier, was war das? Was haben wir gesagt? Layers of Fear, genau das war's. Dankeschön. Layers of Fear, mir ist eine. Guten Tag. Eine Szene wirklich in der. Ja, okay, klar, wenn das Ding steht, dann kann es ja eigentlich noch umfallen. Ist mir eine Szene in Erinnerung geblieben. Das war mit den Köpfen. Mit den. Kommt das Vieh auf mich zu? Man weiß es nicht. Liegt bestimmt gleich da mit den Köpfen. Man ist, glaube ich, im Raum. Da ist so ein kleines Tischlein. Man schaut sich so ein bisschen um. Dann ist nichts. Da tauchen plötzlich dann so von den Spielzeugfiguren, von den Puppen, die Köpfe auf. Und dann fliegen die hoch und dann fliegen sie wieder runter. Nein, Moment, die sind oben an der Decke, glaube ich, genau. Und dann fallen sie runter. Das fand ich wirklich klasse. Muss ich ganz ehrlich sagen. Achtung, da passiert bestimmt was. Na, wahrscheinlich zu offensichtlich, dass da was passieren könnte. Also die Szene fand ich wirklich gut. Ist das gut, wenn man zuerst in den Spiegel schaut? Ich weiß es nicht. Aber was sind das für komische Aufsteller? Hallo! Du da, kann ich dich umwerfen? Ja. Fascinating. Really fascinating. Wo muss ich jetzt lang? Weiß das jemand? Ich gehe einfach mal hier lang. Also, ich bin ganz ehrlich, ich freue mich für jeden. Ich wollte doch sagen, da liegt doch irgendwas. Ich wollte echt. Ich beneide echt die Leute, die sich. Die sich nicht. Ja, was heißt nicht erschrecken können? Ich meine, für die wäre natürlich die größte Hoffnung,
Dass sie sich erschrecken können, kann ich auch durchaus nachvollziehen. Ich persönlich kann drauf verzichten. Bin ich ganz ehrlich. Der Typ gefällt mir. Hallo. Hä? Oh, hallo Jules. Ich habe auch was verpasst. Ah, schön. Ich sollte einfach rückwärts nach vorne gehen. Verstehst du? Rückwärts. Okay. Alter, dass der ihren Arm nicht schlapp wird. Gut. Die zweite Frage ist, ob man das möchte. Hier liegt bestimmt eine Zeitschrift. Auch nicht. Gut, gucken wir mal. Open Door. Ist irgendjemanden schon mal aufgefallen? Also ich hege das als Theorie. Wir spielen ein Horrorspiel, wir schauen uns einen Horrorfilm an. Davon mal abgesehen, dass die Türen immer automatisch zufallen. Will ich die Tür aufmachen? Geht nicht. Steht zwar Open Door, aber es geht nicht. Ich bin doof. Was wollte ich jetzt sagen? Horrorfilme, genau. Ich rechne jedes Mal damit, dass da irgendwas steht. Dass man beim Horrorfilm irgendwie oder beim Horrorspiel immer irgendwie nach unten geht. Ist es nicht logischer, nach oben zu gehen? Hast du zurückgeschaut? Hä? Tür war vorhin auch schon offen. Eine gute Nachtlektüre. Dass man. Ich sollte den Gedanken dann nicht lassen. They gave me Callum back and sent me home with a handful of breadcrumbs. Home bit a sweet home. I barely recognized it. Where there had been color and light, there were shadows and regrets. Where there had been warmth, there was a bone-deep coldness that never went away. I tried my hardest to keep the ghosts at bay. Don, watching from the dusty corners while I tried to teach his son to read. My father, coldly assessing me and finding me lacking. I devoted myself to Callum and did the things that they told me. It will get better, they said. Every day will be a little better than the last. I'm in the woods now. Lost and afraid. Things never got any better. Ja, okay, ich muss zugeben. In dem Fall ist natürlich, Theorie nicht schlecht. Ist. Macht auch irgendwo Sinn. Ich habe einen Gedankengang vergessen. Was wollte ich hier nochmal sagen? Nach unten gehen. Ah. Oh, schön. So sieht übrigens meine Küche nicht aus. Man könnte es meinen, aber. Ach, Mann, irgendwas wollte ich jetzt dazu sagen. Gut, ich muss offensichtlich da lang. Was gibt's zu essen? Oh, ist wirklich Essen da. Flasche Wein, was zu trinken, was andere, keine Ahnung, Hähnchenkeulen. Oh, sogar Vitamine. Ich gehe wieder Vitamine. Ey, Moment, 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 Moment. Ich kann die tatsächlich in die Hand nehmen. Hab ich das richtig gesehen? Nee, doch nicht. Gut. Oh, das war dieses Open da. Ah, das war die Tür bestimmt vom Flur gerade, wo wir vorhin standen und ich mich gewundert habe, warum ich da nicht reinkomme.
So. Ah, ja, genau, jetzt weiß ich wieder, was mir eingefallen ist. Ich bleibe jetzt kurz stehen, sonst vergesse ich das wieder. Die Frage, die ich mir vorhin kurz spontan gestellt habe, ist die wirklich im Park? Oder, kannst ihn dazu. Entschuldigung, also, ist die jetzt wirklich im Park oder bildet die sich das nur ein und hat irgendwie, irgendein, ich will jetzt mal sagen, Tagtraum? Ist sie in Trance oder ähnliches? Das ist doch eine Sache, worüber man reden muss. So, jetzt zum Fernseher rüber. Ja, das hast du bereits gesagt, dass sie nicht ganz dicht ist. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich würde fast behaupten, das, was wir jetzt hier unten gesehen haben, war irgendwie die Wohnung. Ob sie da mit dem Typen war, sie wahrscheinlich nicht mehr zusammen. Mit ihrem Sohn ist irgendwie mal Küche ist mit dabei. Ja, gut. Ich bin ganz ehrlich, meine Wohnung ist nicht noch weiter unten. War ja klar. Meine Wohnung ist nicht die ordentlichste, bin ich ganz ehrlich. Gehst du wieder zu? Dankeschön. Es zieht nämlich. Meine Wohnung ist nicht diese. Das macht nichts, es geht direkt geradeaus, links und rechts wird nichts offen sein. Ich gehe. Ich erzähle zu Ende. Meine Wohnung ist nicht die aufgeräumteste und sauberste, bin ich ganz ehrlich. Aber meine Küche sieht definitiv nicht so nach aus. Dahin. Wie gut, dass du in meiner Wohnung noch nicht drin warst. Er war aber nicht gerade eben. Ich glaube, es gibt auch keine Alternative. Also. Hier waren wir doch gerade eben. Siehst die Bilder. Wuhu. Oh! Da war irgendwas. Du Sau, mach die Tür auf! Muss ich schneller laufen? Gut, ich laufe nochmal. Oh, das erinnert mich gerade. Das hab ich ja bei euch spielen. Was ist das? Ach, war der Stuhl. Ich hab gedacht, da ist was im Stuhl. Das erinnert mich jetzt gerade sehr stark an den PT-Trailer. Wisst ihr noch den Gang, den man immer und immer wieder durchgegangen ist? Dann war man plötzlich in irgendeinem Bad drin. Kann ich schneller laufen? Nein, in dem Fall kann ich jetzt wenig schneller laufen. Hätte ja sein können. Ich laufe jetzt. Von Mal zu Mal abgefahren, habe ich das Gefühl. Oh, Tabletten! Also ich fand das da oben schon abgefahren mit den Tabletten, bin ich ganz ehrlich. Aber ich will nicht wissen, was jetzt gleich passiert. Ey! Ach Mann! Ich will nicht so. Nehmen. Kann. Naja, vielleicht in der nächsten Runde.
Das Einzige, was ich von der Entfernung lesen kann, ist Butter. Apples. Korn ist auch gut. Und more Pills. Alter, die hat ja echt ein leichtes Pillenproblem. Und mit Pille meine ich jetzt nicht die Pille, sondern die kleines Tablettenproblem. Schnaps. Kein. Die Dame sind aber nicht von mir. Der essentiell wichtige. Das war aber vorher noch nicht da. Der essentiell wichtige Satz. Pillen! Noch mehr Tabletten! Alter, Verwalter. Ich mach die Sauerei aber nicht weg. Oh, die Tabletten! Ist euch aufgefallen, dass ich die Tabletten das letzte Mal hingelegt habe? Und ich bin auch gar nicht mehr durch diese dubbische Tür durchgegangen. Und die steht jetzt offen. Oh mein Gott, das haben wir irgendwie durchgemacht. Ja. Es kommt mir irgendwie bekannt vor. Sehr interessant. Okay. Was? Du Sackgesicht, lass mich durch. Nur der Richtigkeit halber. Also. Ich will echt nicht mehr wissen, was bei der eigentlich im Kopf rumspringt. Oh, Teddy. Ja. Ich möchte gerne an dieser... ich glaube, das ist ein Bild noch aus glücklicher Zeit. Ich glaube, wenn man nicht mehr ganz knusper ist, ist, glaube ich, so unter anderem das Buch nicht unbedingt die beste Lektüre. Ach, da blenden. Mein Chef hat mal gemeint, er würde gerne wissen, was in meinem Kopf vorgeht. Oh, noch mehr Tabletten. Das ist. Ah. Mein lieber Herr, werter Herr Chef, solltest du mir tatsächlich zugucken, was ich sehr stark bezweifle, so sieht es bei mir nicht aus. Einmal umdrehen? Nein, ich gucke auch noch in die richtige Richtung. Ja, ich gucke auch noch in die richtige Richtung. Das passiert echt nur mir. Wie war das? Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Ich glaube, das war er gerade. So, keiner lacht, jeder strahlt. Ich habe auch gesagt, Tür zu, es zieht. Sie hat wohl nicht nur ein Tablettenproblem, sie hat auch ein leichtes Alkoholproblem.
Gut. So, ich bin ja gespannt, wie oft ich jetzt noch durchgehen muss. A never ending story. Ja, es war klar, dass da nichts passiert. Ich gehe immer geradeaus. Ach ja, was ich auch noch als nette Geschichte erzählen wollte. Werte Frau Schulz-Knulz, die spielt ab und zu auch mal ein paar Spiele und ist trotz des Hasses auf die Menschheit, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Menschen! Menschenhaus! Da haben wir sie doch! Teilt sie gerne den Stream. Finde ich toll. Es ist immer viel zu sehen und auch wirklich lustige Unterhaltungssachen, lustig wie ernst. Ich erzähle es gleich zu Ende. Ich will nur kurz wissen, was hier abgeht. Muss ich weitergehen? Passiert hier noch was? Nee, es fließt einfach vor sich hin. Bin ich hier durch? Nein. Gut. Ich gehe mal weiter. Und auf jeden Fall, nach der Aktualität dieses Streams, was ich gerade spiele, also nicht die Aufzeichnung, hat sie vorhin auch mal wieder was gespielt. Ich konnte leider nicht alles verfolgen, weil ich arbeiten durfte. Ja, ich darf aber ein bisschen länger arbeiten. Und wir haben zu Demo-Zwecken einen Fernseher im Laden stehen. Knapp 50 Zoll groß. Und ich hab's geschafft. Und ich hab's tatsächlich. Ich war so frei, ich habe tatsächlich, ich glaube, die ersten 5 Minuten vom Stream. Stories are told again and again, and from their shape they build our understanding of the world. Auf den Fernseher mit abgespielt. Two children are led into the woods. They are lost. Leider nicht den ganzen. Okay, ich hätte eh nichts mitbekommen, leider Gottes. A child goes missing in Atlantic Island Park. He wanders lost for a time before finding his way into the mouth of an old witch. Ach, peinlich. Ach, was peinlich. In the oldest version of the story, the mother and the witch were the same person. I never wanted to be the witch. Und die nee, ich wie gesagt, ich habe es dann ausgemacht. Ich habe dann, weil mein Chef es so wollte, bin ich ganz ehrlich, Gott hab ihm seine Seele gnädig. Wir haben so ein tolles Produkt, was wir präsentieren sollten, deswegen habe ich wieder das tolle Produkt angemacht, dass es ja keiner kauft. Und was ich eigentlich, komme ich eigentlich dazu? Genau. Die Moral von der Geschichte folgt der lieben Schulz bitte nicht. Doch. Ja. Hat keine Ahnung. Keine Ahnung. Guck, guck. Und auf jeden Fall hatten ich glaube, eine Kollegin und ich und ein Kollege auch, der ist später dazu gestoßen im wahrsten Sinne des Wortes, hatten wir es auch zum Thema Streaming. Zum Thema Streaming und Geld verdienen. Und es ging darum, wie man damit mit Streaming Geld verdienen kann, mit Spenden, pipapo. Und dass, wenn man etwas bekannter ist, durchaus die Möglichkeit hat, sagen wir mal, vielleicht nicht unbedingt von jedem Streaming-Tag gut zu leben, sondern dass man halt damit so ein bisschen halt. Das hat man, glaube ich. Davon etwas zu leben und. Ich glaube, sie wollte sich in erster Linie lustig über mich machen. Aber ich fand die Idee nicht
nicht schlecht. Und dann ging es darum, ja, wie man damit Geld verdienen kann. Man kann ja. Ich hoffe, ich erzähle das jetzt nicht falsch. Sollte die werte Dame. Hallo. Calum. Calum! Schön. Die wollten mir jetzt aber nicht sagen, dass das Spiel zu Ende ist, oder? Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath and think about the last place you saw your son. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island nicht Park. Zu Ende erzählen. Ihr Schweine! Dreamlike State. Ihr verfickten Schweine. Entschuldigung für diesen vulgären Ausspruch, aber ich wollte meine Geschichte noch in der Story zu Ende erzählen. Wildes Finger rum. Gefuchtel vorm Fernseher. So. Ha. Mensch. Wäre ich doch direkt zum Ausgang zurückgegangen, hätte ich mir das erspart. Ja, it's time to go. Interessantes Spiel. Jules, gute Nacht. Schön, dass du mit dabei warst. Angenehme Träume. Ich mache jetzt noch einen. Nach dem Dreiviertelstunde. 53. Nach der Dreiviertelstunde spielen mache ich jetzt noch ein halbstündiges Resümee über das Spiel. Und, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das eigentlich ganz lustig. Ich fand es echt nicht schlecht. Gut, zum Schluss in der Wohnung hätte man vielleicht noch mal ein bisschen mehr was mit den Tabletten machen können. Das wäre, glaube ich, wirklich abgefahren gewesen. Es ist so, war definitiv mal was anderes. Das ist. Ich habe ja Traum. Nachdem ich ja bei Outlast mal hin und her laufen. Musste, finde ich das eigentlich, also jetzt vom Spielmodus, eine gelungene Abwechslung. Ich war teilweise etwas sehr überrascht. Beim ersten Spiel war es, glaube ich, beim Kiosk, also bei der ersten Hälfte, jetzt zum Schluss bei der einen Figur, die aufgetaucht war. Also, es hat Spaß gemacht. Es hat echt Spaß gemacht. Muss ich mir überlegen, was ich als nächstes spiele.
Mensch. Nee, also kann man mal machen. Ich weiß gar nicht, was ich damals fürs Spiel gemacht habe, aber für mal zwischendurch. 2 Stunden Gameplay. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich find's fetzig mit dem Park, dass sie da einen alten Park für mitgenommen haben. Mich würde es persönlich noch interessieren, was ist mit dem Kind passiert? Beziehungsweise hat sie es wirklich getötet oder war das einfach nur in ihrem Traum? Eine Wahnvorstellung? Keine Ahnung, kann ja gut sein. Und wenn es eine Wahnvorstellung war, wo ist sie aufgewacht? Beziehungsweise, die Sache ist ja, die nehmen wir mal an, sie hatte ihr Kind wirklich getötet. Dort unten. Ja, kann ja eigentlich nicht sein. Hier. So oft, wie wir runtergegangen sind, im gleichen Zimmer aufgetaucht sind, kann es ja nicht sein, dass es diese Zimmer wirklich gibt. Von daher. Also ich persönlich tippe einfach wirklich drauf, weil ich es mir einfach nicht erklären kann, wo die Leiche von dem Kind dann hingekommen ist. Dass wirklich, warum auch immer, sie das Kind irgendwo verloren hat. Wo ich mich persönlich frage, okay, die war ja nicht mehr ganz knusper. Wie schafft man es, sein Kind zu verlieren? Obwohl die sind. Okay, gut, der Bursche, der kann schnell laufen. Der läuft einfach mal schnell und weg ist er gut. Ja, gut, ist ein Argument. Ich bin mit dem Ende nicht ganz so zufrieden. Nicht ganz so. Aber es macht ja nichts. Es hat trotzdem Spaß gemacht. Und das ist das Wichtigste. Mache ich jetzt mal eine Ankündigung, was es als nächstes gibt? Was ich. Ja, es gibt von mir einen kleinen Abspann. Ich habe mir ein Spiel gekauft. Murdered Soul Inspector oder so ähnlich, keine Ahnung. Habe ich auch vor einer Woche nach The Park gespielt. Das Spiel werde ich wahrscheinlich im Stream nicht weiterspielen. Es sei denn, es kommen die Stimmen hoch. Hey, wir wollen unbedingt Detektiv sein. Wir wollen unbedingt Dämonen sehen, die so ein angsteinflößend sind, dass keine Ahnung. Von daher, ich habe das Einzige, was ich weiß, ich habe jetzt vom Kollegen freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen, The Evil Within. Von dem Spiel habe ich nur Gutes mitbekommen. Kein Aggressionspotenzial, super Story und ich glaube, das werde ich wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch anfangen werde. Nee, heute wahrscheinlich nicht mehr. Installieren, Updates fahren, etc. pp. Das werde ich wahrscheinlich nächsten Donnerstag mit anfangen. Falls es Vorschläge gibt an dieser Stelle, bin ich natürlich auch gerne offen. Was ich sonst spielen könnte. Es muss übrigens auch nicht immer der Donnerstag sein. Ich habe mir überlegt, komm, machen wir das mal anders. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Das Thema rolle ich mal zu einem Beginn der Geschichte aus. Schlussendlich eine halbe stündige Abkündigung wird es dann doch nicht. Analyse auch nicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Danke, dass ihr dabei wart und freue mich persönlich, ja, aufs nächste Mal, in der Hoffnung, dass ihr auch wieder mit dabei seid, dass ich euch etwas unterhalten kann und ich hoffe auch wieder mit ein paar netten Geschichten, die ich dann auch zu Ende führen kann. Ja, eigentlich ein ganz fetziges Ende. Vielen Dank.